Ich bin auch viel unterwegs mit Workshops in Gemeinden und so. Und dann ist so diese Bibelmüdigkeit so, Detlef, ey, ich habe so oft schon gelesen und ich habe das, ich kenne das alles schon. Und wo ich dann sage, ja, aber es gibt noch so viel zu entdecken und da gibt es noch mehr und hör doch mal rein. Da ist ein Bibelexperiment drin, wo ich mit Bibeltexten auch experimentiere und verschiedenen Bibelbildern auf Entdeckungsreise gehe und die Leute mit hineinnehme. Und da habe ich zum Beispiel Epheserbrief, Kapitel 1, da ja. schreibt Paulus in einem Rutsch, da kann er nicht aufhören, weil er ist so begeistert von Jesus eben und was wir durch Jesus und in Jesus alles haben. Das ist, und so. Und wir holen alles raus, was da drin steckt an Schätzen, weil die bleiben sonst im Text. Wir überlesen sie. Wir machen uns gar nicht bewusst so. Und das ist so eine Art, wie ich so. Und das dauert nicht. Das ist 2-3 Minuten, nehme ich mir Zeit. Und am Ende gucke ich mir meinen Notizzettel an und denke so, wow. Also so dieses Wow über einen Text, weil ich mir Zeit genommen habe, das rauszuholen, was an Gutem für mich im Text steckt, so. So, da sind wir jetzt. Ich habe mich jetzt echt lange auf das Gespräch gefreut, auch wenn es nur digital ist und nicht in echt wie manchmal schon geplant. Das wird richtig spannend. Wir haben uns schon ein bisschen vorher unterhalten und ich freue mich jetzt richtig drauf, dass wir so dieses gemeinsame Projekt und das gemeinsame Anliegen selbst uns wieder gegenseitig neu von der Bibel begeistern, aber auch alle, die zuhören, neu faszinieren. Und da bist du, glaube ich, wirklich der richtige Mann dafür. Du hast seit einigen Jahren einen Podcast, wo du was zur Bibel sagst. Wir hören gleich noch viel, viel mehr von dir zu dem Projekt. Und ich wünsche mir einfach, dass alle, die jetzt zuschauen und zuhören, diesen Appetit und die Begeisterung für die Bibel so neu entdecken und entwickeln. Wir haben ja beide einen Beruf oder ist es eher eine Berufung, die sehr viel mit der Bibel zu tun haben. Und bevor wir jetzt ganz tief einsteigen, wäre es, glaube ich, schon gut für die, die dich oder mich nicht kennen, dass wir uns ein bisschen vorstellen und dann danach einfach ins Gespräch kommen und die Leute mitnehmen können. Sehr cool. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Simon. Ja, da trifft sich die Leidenschaft zur Bibel jetzt hier mit Logos und Bibletunes. Habe mich sehr auf das Gespräch gefreut und möchte mich kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Detlef Kühlein, Jahrgang 69, im Jahr der Mondlandung geboren. Ich bin verheiratet mit Salome, habe 2 erwachsene Kinder, die schon fast beide außer Haus sind. Das ist so meine Lebensphase, in der ich jetzt bin. Und vor 14 Jahren habe ich, nachdem ich in verschiedenen Kontexten auch Pastor gewesen bin, nach meinem Theologiestudium, mit Bibletunes gestartet, einem täglichen Bibelpodcast, der seit 14 Jahren läuft. Kostenlos, einfach mit der Idee, ein Stück aus der Bibel zu hören, mitzulesen und einen Impuls zu bekommen. Und das mache ich jetzt hauptberuflich. Ich bin quasi Bibelvorleser geworden, so nenne ich mich. Und die Bibel und einen Zugang zur Bibel zu schaffen, das ist so mein Lebensthema geworden, das kann ich sagen. Ich bin jetzt neulich 55 Jahre alt geworden. Und das erfüllt mich total. Also alles, was ich irgendwie mache, gerne mache, hat vor allem mit der Bibel zu tun. Und ja, deswegen, glaube ich, hocken wir hier genau richtig zusammen. Denn Simon, du und auch Logos, Logos Deutschland, ihr seid in Sachen Zugang zur Bibel vor allen Dingen digital unterwegs und eine große Hilfe, auch für uns, auch für Bibletunes. Ja, also wir haben ja auch diese Geschichte, Pastor sein und dann einfach einen anderen Weg zu finden, Leute für die Bibel zu begeistern, das haben wir gemeinsam. Und ich war selbst 9 Jahre lang Jugendpastor und ich fand es immer ganz wichtig, ich fand es schade, wenn ich das Gefühl hatte, da kommen Leute und sagen was von vorne und man bekommt so das Gefühl, die Bibel ist irgendwie langweilig oder schwierig. Und deswegen habe ich immer gesagt, wir brauchen neue Wege. Auch ich bin auch selbst ein Medienkind. Einfach auch neue Wege medial zu finden, um eben zu zeigen, die Bibel ist relevant. Und ich habe damals, während meiner Zeit als Jugendpastor, auch tatsächlich die Bibelprojektvideos, die damals ganz neu und unbekannt waren, auf Deutsch übersetzt und im Keller mit meiner Frau eingesprochen. Und das war schon so der erste Schritt. Und dann habe ich später, als das Bibelprojekt dann richtig gestartet ist,
da dann die ersten Videos auch mit übersetzt. Und da haben wir uns dann getroffen. Da hattet ihr den Stand zusammen mit dem Bibelprojekt auf der Konferenz, auf dem Christabel. Und als ich dann gehört habe, was du machst, ich hatte vorher schon mal gehört, dass du sowas machst, aber mir war nicht so bewusst, was genau das ist. Und da habe ich einfach diese verrückte Idee gehabt, zu sagen, komm, wir machen einfach aus deinen gesprochenen Podcasts, machen wir geschriebene Kommentare oder Andachtsbücher, je nachdem, wie man es eben bezeichnen will. Weil das, was du eben mit dem Schwerpunkt auf Hören machst, machen wir bei Logos eben bisher einfach sehr viel mit Lesen. Ja. Und da war einfach, das fand ich cool, zu sagen, man nicht nur fürs Hören, sondern man kann täglich vielleicht dann einfach diese Geschichten lesen, wenn man sowieso einen Leseplan in der App benutzt oder so. Und genau, da bin ich jetzt eben seit 5 Jahren bin ich bei Logos. Und da haben wir eben diese Wörterbücher, Kommentare und so weiter. Also ich sage eigentlich gerne so, Logos ist die Bibel-App für alle, die Bibel nicht nur lesen, sondern wirklich entdecken und besser verstehen möchten, also mit allen Hilfen drumherum. Und da hat BibleTunes super reingepasst, gerade für die Zielgruppe, die sagt, ich brauche jetzt keine Kommentare, die 5 Seiten lang einen Vers erklären, sondern ich möchte so alltägliche Happen haben. Und eben diese Kombination auch für, dass es nicht nur erklärend ist, sondern eben auch für den Alltag. Und so haben wir jetzt 27 Kommentare von euch schon integriert. Also das sieht dann so aus, dass man die Kommentare hier entweder im Überblick haben kann, ich zeige es auch später nochmal, wie das dann konkret ist, und dann einfach neben den Text dran hat, genau das, was du eben gesprochen hast zum Nachlesen und dann mit in den Tag nehmen. Ich wollte immer mal ein Buch schreiben, Simon, und bin noch nicht dazu gekommen. Ja. Vielleicht demnächst mal, ich habe da was im Köcher, aber jetzt sehen, dass ich da schon so quasi, sind ja nicht alle von mir, aber ein Großteil der Kommentare, jetzt habe ich schon ganz viele Bücher. Danke, ja, Logo. Genau. Genau, das ist die Idee, eben beides zusammenzubringen, und wer es hören will oder auch mal dann zum Nachhören, wenn du sagst, ich habe doch mal irgendwo eine Geschichte erzählt, in welchem Podcast war es noch, kannst du jetzt selber deine eigenen Sachen durchsuchen. Und es gibt ja auch, Simon, es gibt ja auch so diese Pastoren, ne, oder Theologen, Theologinnen, die auch gerne mal stöbern und da ist das auch eine gute Sache. So quasi, die haben ja die anderen Kommentare alle, aber mal eine Idee zu bekommen für den Transfer und für den Alltag und was, ne, was kann man da so draus machen, dafür ist das, glaube ich, auch ganz gut geeignet. Genau, also das ist auch so ein bisschen unsere Hoffnung, dass Leute dann wirklich auch damit arbeiten können. Und der Nachteil beim Podcast ist ja, dass man es eben nicht durchsuchen kann, dass man nicht mal schnell irgendwo an eine Stelle springen kann, wo man denkt, perfekt. Ich kann das ja mal ganz kurz gerade zeigen, wie das dann aussieht. Also wenn ich jetzt hier, Moment, ich schieße mal hier hoch. Also wenn ich jetzt hier einen Text lese und sage, okay, ich möchte gerne mehr über den Text wissen, dann kann ich mir den einfach markieren in meiner Bibel. Dann bekomme ich hier eine Liste von allen Kommentaren, die ich habe. Und hier ist dann eben neben all den anderen ausführlichen Kommentaren ist dann eben auch der BibleTunes-Kommentar dabei. Da kann ich mir den anklicken und komme halt direkt dann zu dieser Bibelstelle, die ich gerade offen hatte, in deinen Kommentar mit rein, kann mir das Ganze dann hier markieren und auch Zitate von dir als ein grafisches Zitat an Freunde schicken oder so. Also das ist wirklich eine große Bereicherung, und dadurch einfach, dass die wirklich gut erklären, aber gleichzeitig kompakt sind, denke ich, ist das auf jeden Fall für eine jüngere Zielgruppe, für so alltägliche Bibelleser genau das Richtige. Also für mich ist das natürlich eine riesengroße Ehre, da in einer Reihe zu stehen mit McDonald's und Edition C und historisch-theologischer Kommentar. Ja. Wow. Das hat was. Ja, genau. Ja. Ja, nee, also das ist einfach, viele sagen ja, Logos, das ist ja, das hat so viel Kommentare, kann so viel, das ist nur was für Pastoren oder Theologiestudenten oder irgendwie so. Und das ist eben so das Ziel, wirklich die ganze Bandbreite abzudecken von dem, der sagt, ich will täglich meine Bibel lesen und vielleicht doch mal was auch nachschlagen, mal ein griechisches Wort oder so, aber eben auch dieses, man kann sich quasi aussuchen, wie tief man gehen möchte. Mit diesen verschiedenen Ressourcen, die wir haben. Und da füllt es definitiv eine Lücke, einfach wirklich aus der heutigen Zeit von dir die Sachen zu haben. Ja. Und
sind wir sehr, sehr begeistert, dass dabei ist. Und wir schauen natürlich auch von dem, was an neuen Dingen von euch kommt, dass wir in Zukunft auch weiter dranbleiben und nicht stehen bleiben dabei. Ja, vielen Dank, Simon. Also das war immer mein Traum, ja, dass es viele Menschen erreicht. Eben genau das, dieses niederschwellige, nicht hochtheologische. Und da haben wir jetzt wirklich bei euch einen ganz, ganz tollen Platz gefunden. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Sehr gerne. Beruht auf Gegenseitigkeit. Wie kam es aber eigentlich dazu, dass du jetzt anstatt in der Gemeinde auf der Kanzel stehst, dich vors Mikro hockst, stundenlang wahrscheinlich? Wie kam es dazu und auch so ein bisschen, wie läuft das so ab, wenn du jetzt einen Podcast planst? Also wenn du dich hinsetzt und sagst, jetzt mache ich aber mal Levitikus oder so oder zum Beispiel mal das vierte Buch Mose. Wie kommst du zu der Entscheidung und erzähl einfach mal ein bisschen ausführlicher. Tauchen wir da mal so ein bisschen ein in meinen Alltag. Genau, sehr gerne. Also wie es dazu gekommen ist, ich muss sagen, ich habe meine allererste Podcast-Erfahrung, da gab es noch gar keinen Podcast, ich war damals Lehrpastor im ICF Zürich und ich habe ein Andachtsbuch geschrieben, das war Auftrag, dass ich ein Andachtsbuch schreibe zum Jakobusbrief und das war so schon 2005, also schon, lange her, schon fast 20 Jahre. Da habe ich alle gemacht, Irgendwie so, ja genau. Was habe ich da gemacht? Und dann kam ich zurück mit diesem Andachtsbuch, das war fertig, es waren 22 Inputs, so der ganze Jakobusbrief, Text und dann der Input. Und dann habe ich das dem Leitungsteam präsentiert, gesagt, hey, würde ich gerne machen. Und dann weiß ich noch, wie der Leo Bigger damals sagte, Detlef, das ist alles super, was du da schreibst, aber ich glaube, wir veröffentlichen das nicht als Buch, sondern geh doch in ein Studio, weil du sprichst das besser. Und ich so, wie, ich spreche das besser? Aber wir haben doch jetzt ein Buch geschrieben. Nein, wir machen ein Hörbuch daraus. Und dann bin ich ins Studio und habe das alles eingesprochen. Das war meine erste Studio- und Bibel-Einsprecherfahrung. Und dann kam der Mediatyp von ICF Zürich und der war total damals schon so auf Apple und iTunes. Das kam gerade so, ich glaube so erste iPod oder frag mich nicht, auf alle Fälle kam der und sagt, Detlef, hast du schon mal was von Podcast gehört? Da gibt es so die Möglichkeit, wir können das hier über diese Plattform vertreiben und fürs ganze ICF Zürich. Ey, und dann, das war mein erster Podcast. Da gab es überhaupt noch gar keinen Podcast. Aber ICF Zürich hatte einen Jakobusbrief-Podcast parallel zur Predigtreihe mit Jakobusbrief und mit mir. Und das ist so eingeschlagen damals. Die Leute waren so begeistert. Ich habe Feedbacks bekommen. Und das habe ich mir natürlich abgespeichert, sodass meine Karriere ging dann irgendwie weiter. Wir sind dann von Zürich weg, wir sind dann hier in der Nähe von Lörrach gelandet, beruflich. Und irgendwann, das war immer so in meinem Hinterkopf, habe ich gesagt, so, was eigentlich so meine Leidenschaft ist, ist genau das gewesen. Also mit der Bibel in der Hand und einem Mikro und dann den Leuten erklären, hey, wie lese ich jetzt hier diesen Bibeltext, wie kann ich den verstehen? Und zwar kurz und knackig, nicht Predigtlänge. Und regelmäßig, weil ich natürlich auch gemerkt habe, dass Menschen einfach Schwierigkeiten haben, Zugang zur Bibel zu finden. So dieses tägliche, oh, Detlef, Bibel lesen. Und ich merke es ja bei mir selbst auch. Und da habe ich gesagt, so, ich mache aus der Not eine Tugend, setze mich vors Mikro. Denn ich muss sagen, als allererstes habe ich da am meisten von, dass ich mich täglich ja hinsetze und aus der Bibel vorlese. Klar kann das zur Routine werden und wird es auch manchmal, das muss ich zugeben, dass ich sage, das ist mein Job, deswegen mache ich das. Aber ganz ehrlich, ich profitiere so dermaßen davon. Und dann habe ich mir vorgenommen, ein Konzept geschrieben, 2010 war das, und habe gesagt, okay, was ich machen möchte, ist wirklich, dass ich ganze Bibelbücher eigentlich wie vorlese, abschnittweise, und immer wieder Impulse dazu bringe. Also die Idee von kein Text auslassen, wirklich nicht nur so die Lieblingsverse nehmen oder, oh, jetzt kommt ein schwerer Text, den skippe ich mal lieber, sondern wirklich konsequent jeden Text. Und ich glaube, das zeichnet BibleTunes auch aus, dass wir durch ganze Bücher durchgehen. Mittlerweile haben wir schon die Hälfte der Bibel quasi so produziert. Und dies tägliche, also dass nicht nur einmal die Woche was kommt.
Und wow, das war damals, als ich angefangen habe, also habe ich das noch fast ehrenamtlich gemacht. Mittlerweile bin ich voll angestellt bei BibleTunes, aber am Anfang jeden Tag eine Episode bringen. Heute weiß ich, was das bedeutet. Das ist eine unglaubliche Arbeit, ein hohes Investment. Und dann haben wir gleichzeitig gesagt, das muss von Spenden leben und klappt das alles und wird Gott uns versorgen. Aber Gott war wirklich dabei. Und ja, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag von mir aus? Vielleicht dazu mal noch, das hast du gefragt. Mhm. Wie komme ich dazu? Also am Anfang war natürlich klar, du hast die ganze Bibel vor dir, womit fange ich an? Und dann habe ich mit 1. Mose angefangen und gesagt, komm, wir fangen vorne an. Und dann habe ich dann aber gemerkt, so, na, ich möchte wechseln zwischen Altem und Neuem Testament. Also habe ich 1. Mose angefangen und als nächstes Matthäus-Evangelium. So, und das war so der Start. Und dann habe ich aber so weitergemacht. Weiß nicht, ob dann gleich 2. Buch Mose kam und dann wieder was aus dem Neuen Testament. Ich versuche mal so zu wechseln. Das ist mal so das eine. Mittlerweile haben wir auch bestimmte Themen, die wir besprechen. Und natürlich auch andere Sprecherinnen und Sprecher. Ich mache nicht alles alleine, sodass wir da auch in der Bandbreite und in der Ergänzung gut aufgestellt sind. Und jetzt ist es quasi so, ich lasse mir schon so im Jahr, jetzt für dieses Jahr zum Beispiel, so als nächstes Buch, was ich produzieren werde, habe ich so das Buch Esra auf dem Herzen. Und das ist immer so ein Prozess, dass ich quasi sage, okay, was ist BibleTunes-mäßig, was muss in dieses Portfolio, was ist da dran, aber auch was liegt mir auf dem Herzen. Und Esra, ne, so Altes Testament, vor allen Dingen, viele lesen nicht mehr im Alten Testament, also ich bin lieber so im Alten Testament, versuche da Zugänge zu schaffen, um deutlich zu machen, Leute, es lohnt sich so, da einzutauchen. Mhm. Ja. Und dann gehe ich mit dem Thema schwanger. Also ich nehme mir meistens in der Sommerzeit ein paar Wochen Zeit, das Buch zu lesen für mich. Ich lese auch schon mal die ein oder andere. Ich habe immer auch ein paar Kommentare. Ja, auch Logos ist da eine große Hilfe, einzutauchen, Sachen zu lesen, mich zu informieren, aber auch diesen puren Text auf mich wirken zu lassen. Und wenn ich dann ins Studio gehe, dann ist das so, dann habe ich meine Bibel und dann habe ich ein paar ausgewählte Bücher dazu, Kommentare, überall Lesezeichen drin, wo ich gerade drin. Und dann gibt es wie so, dann weiß ich ja, der Text ist heute dran. Ich mache eine Episode pro Tag, mehr schaffe ich nicht. Das ist schon, manchmal brauche ich nur eine Stunde dafür, aber ich bin dann komplett fertig für den Tag. So, das glauben die Leute gar nicht. Es ist wirklich viel Kraft da drin. Und dann lasse ich mich aber, ich lese den Text ja immer ein, das ist der erste Teil, dass ich den Bibeltext einlese, dass man ihn mithören kann, mitlesen kann. Und während ich den Text einlese, kommen mir auch Ideen noch zusätzlich. Also ja, ich habe das ja alles angelesen und dann kriege ich so spontan, oh, das ist ein cooler Gedanke oder da springt mich gerade was an, weil ich glaube, und das ist jetzt der Punkt, wenn ich 10 Minuten über einen Bibeltext spreche, ich kann ja niemals alles sagen oder alles abdecken jetzt in diesen 10 Minuten. Hey, da gibt es hunderte von Kommentaren und tausende von Predigten und man kann so viel sagen. Das heißt, meine Herausforderung liegt darin, es zu reduzieren auf die 10 Minuten, die heute dran sind. Und da brauche ich Inspiration. Da bin ich total abhängig von Gott, dass ich auch mal sage, so mehr so das und das muss ich alles weglassen. Und die 2 Punkte werde ich jetzt mal highlighten. Ja, das ist das eine. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Und das wissen viele vielleicht nicht. Ich mache mir kein Skript. Das heißt, ich spreche alles frei. Ich würde jetzt mal sagen, 95%, also alles, was ihr jetzt transkribiert habt für Logos, die ganzen Kommentare, 95%, Simon, habe ich frei eingesprochen, ohne Skript. Mhm. Jetzt kannst du sagen, ey Detlef, wie machst du das? Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, das ist eine Gabe. Das ist eine Gabe Gottes, das weiß ich, das bin nicht ich. Aber es ist auch so, warum mache ich das überhaupt? Weil ich sage, wenn du abliest, mein Kollege Jens Kaldewey, der schreibt sich alles auf und liest ab und das ist super, wie er das macht. Ich kann das nicht so. Mhm. Das klingt
vielleicht ein bisschen steif dann bei mir oder künstlich. Und ich wollte immer, dass das, so wie wir jetzt miteinander reden, dass das locker kommt. Und ruhig auch mal mit einem kleinen Fehler. Und dann kann ich das ja nochmal anders erklären. Aber dass die Leute merken, hey, der redet mit uns. Das ist ein Gespräch. Mhm, ja. Wir sind da drin und das ist lebendig und so. Das ist das eine. Und das andere ist auch, manchmal erlebe ich auch, weil ich nicht fest am Skript hänge, dass ich, während ich rede, manchmal nehme ich eine Abbiegung, die habe ich gar nicht geplant, die ist auch inspiriert so, und ich kriege Feedbacks von Hörern, die sagen, Detlef, was du da gesagt hast, hat mich angesprochen und ich hatte das gar nicht geplant. So, ja. Also das ist, und jetzt muss ich natürlich auch sagen, dadurch, dass ich das jetzt 14 Jahre mache, da kriegst du auch, wie du in deinem Beruf auch, bestimmte Dinge, die hast du so drauf, da musst du nicht vorher überlegen, wie mache ich das, sondern das kannst du einfach. Das ist ein Skill geworden. Und mittlerweile ist es wirklich so. Also ich sehe einen Bibeltext und dann sage ich, gib mir das Mikro, ich kann dir 10 Minuten dazu was sagen. Und Gott hilft mir dabei. So. Ja. Ja, das ist sehr spannend zu hören, weil also diese Kombination, es gibt ja so ein bisschen die Position, die einen sagen, oh, es muss super vorbereitet sein, die einen schreiben es aus, die anderen nicht. Aber genau die Kombination eben aus beidem zu sagen, ich will mich schon informieren, also ich schaue wirklich auch genau hin. Ich habe Leute, die mir dabei helfen, den Text zu verstehen. Ich nutze Kommentare, ich nutze ein Wörterbuch und so. Genau. Aber es ist trotzdem nicht, dass ich einfach wieder kaue, so was andere gesagt haben. Ja. Und ich glaube, diese Mischung zu finden, das ist extrem wertvoll. Das geht natürlich auch für Predigten und auch sonstige Dinge. Und auch dann zu sagen, ich verlasse mich einerseits auf das, was Gott mir geschenkt hat, an Skills, so, ne, aber ich bin trotzdem auch offen dafür oder wünsche mir auch, dass Gott dann auch in dem Moment nochmal da was einbringt, was dann vielleicht ein besonderer Segen ist für manche Leute. Genau. Also was mich besonders beschäftigt, so ist dieser, also wir haben ja auch dann den Titel quasi von eurer Serie jetzt mal bei uns genannt zu Bibel für Kopf und Herz. Ich weiß nicht, war das auch ein Motto, was von euch kam, oder hatten wir das irgendwie so zusammen noch entwickelt für unser Cover? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, du hast das so vorgeschlagen und mich hat es gleich angesprochen, weil es drückt genau das aus, was ist. Also dieses, was ja damit gemeint ist, eben nicht schon auch für den Kopf. Da sind auch schon mal so ein paar theologische Nuggets drin und so, aber es soll vom Kopf ins Herz rutschen. Ja. So, ne? Und nicht nur auf der rationalen Ebene, sondern wirklich bis hin zu, hey, was mache ich damit heute in meinem Alltag auch? Ne? Diese Verknüpfung mit meiner Lebenssituation, was nicht immer gelingt, aber das ist so der Anspruch. Doch, das passt super, ist ein super Claim. Ja, genau. Ich habe ja so ein bisschen für mich das Lebensprinzip, auch gerade was Gemeindedienst angeht, für Kopf, Herz und Hand. Das war jetzt ein bisschen viel für den Sinn noch mit reinzunehmen. Genau, und da merke ich auch, also aus verschiedenen Traditionen, wo man unterwegs ist oder woher ich auch selber komme, eher aus einer, ich sag mal, Kopfprägung zu sagen, Hauptsache Theologie, Hauptsache es ist richtig, was in der Predigt gesagt wird. Dann manche Gemeinden, die eben sehr viel Wert drauf legen, auf was macht das mit mir? Also das ist dann so wirklich auch schon so der Standardtext auch in der Hauskreis, und gesagt wird, was macht der Text jetzt mit mir? Wo es einfach sehr viel ums Herz, ums Fühlen, ums Erleben geht. Und manche Gemeinden, die immer nur sagen, Hauptsache du gehst jetzt raus und bist brav oder bist missionarisch oder so, ne? Ja. Also diese Kombination zu schaffen. Ich glaube, da brauchst du auch verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Quellen. Ja. Genau, und da, glaube ich, sind wir quasi bei Logos so auf der Seite für den Kopf, so, ne? Für Leute, die wirklich genau wissen wollen, genau hinschauen wollen. Und dann sind eben solche Dinge eine große Ergänzung. Deswegen wünsche ich mir das auch, dass das in Logos mit dabei ist. Wir haben auch Seelsorgehandbücher, wo du wirklich zu verschiedenen Lebensfragen dann gesagt bekommst, hey, wie ist es mit Beziehung? Und das wieder mit der Bibel zu verknüpfen. Also dieses echte Theologie und echtes Leben so zusammenzubringen. Super. Ja. Mhm. Und ich erlebe das auch schon so ein bisschen, würde ich schon mal gerne auch hören, wie du dem vielleicht entgegenwirkst oder wie du auch Feedback bekommst von dem, wie Bibletunes da Leuten hilft. Ich nenne das gerne mal Theologieallergie.
Also Allergie ist ja immer so dieses, es ist, eigentlich ist es was Gutes, also Gräser sind jetzt nichts Schlechtes, aber sobald es dann bei uns ankommt, löst das so eine Gegenreaktion aus. Und mein Sohn hat eine Nussallergie, ja. Nüsse sind lecker, sind gut. Und so habe ich das Gefühl, so ein bisschen bei Theologie oder ja, Bibel allgemein ist es häufig so, dass Leute sagen so, ah, ja, komm, also das ist die Hauptsache so, manche sagen mir schon direkt so, ja, ich bin eher so der Lobpreistyp, also Gott begegnet mir in Musik oder in der Natur oder so und mit der Bibel kann ich nicht so viel anfangen. Und das hat ja auch einen Aspekt, ne, weil Petrus sagt es ja, wir haben seine Stimme gehört und ihn mit eigenen Augen gesehen auf dem Berg von der Verklärung und sagt dann aber auch, und deshalb haltet jetzt am prophetischen Wort fest, was cool. überliefert worden ist. Also so diese Super. Erfahrung und trotzdem einfach an der die Bibel im Zentrum zu haben. Wie erlebst du das so in unserer Generation? Und wie würdest du sagen, hilft Bible Tunes da raus aus dem, aus dieser falschen Spannung vielleicht? Ja, du hast es gut dargestellt. Das ist auch so das, was ich wahrnehme oder was ich immer auch erlebe. Ich würde sagen, so diese Bibelmüdigkeit auf der einen Seite, die ganz viele Menschen haben, also das ist die eine Gruppe. Natürlich alles, was ich sage, ist natürlich subjektiv, ne? Das ist so ich, wie ich es wahrnehme. Ich bin auch viel unterwegs mit Workshops in Gemeinden und so und dann ist so diese Bibelmüdigkeit so, Detlef, ey, ich habe so oft schon gelesen und ich habe das, ich kenne das alles schon und ja, jetzt machst du da nochmal die Bibeltexte, ich kenne die ja schon. Ja, also was willst du da? So, das ist mal das eine und wo ich dann sage, ja, aber es gibt noch so viel zu entdecken und da gibt es noch mehr und hör doch mal rein. Das ist mal so das eine. Das andere ist vor allen Dingen so ein Stück weit, also die Müdigkeit und dann vielleicht auch, du hast es angesprochen, so auch Prägung, dass Menschen, und da komme ich auch her, so dass ich wirklich schlechte Gefühle habe sogar, wenn ich Bibel lese, weil da war ein Druck dahinter, du musst, und wenn du ein guter Christ bist, dann musst du, und dann, dass Leute erstmal sagen, hey, weißt du was, ey, ich mache jetzt mal lieber, also ich komme aus einer Kirche, Kontext sage ich jetzt nicht woher, aber da war so, die Dreieinigkeit war Vater, Sohn und Heilige Schrift, ne? So. Ja. Und weißt du, der Geist Gottes, ja, der ist in der Schrift, ne? Und da soll er auch bleiben, so nach dem Motto. Und da bin ich natürlich dann über Jahrzehnte einen Weg gegangen, wo Gott mich dann auch mit dem Heiligen Geist und seinem Wirken bekannt gemacht hat. Und das war ganz wichtig. Aber weißt du, das ist dann auch so Prägung, dann ist das so verkrustet und Leute wollen das auch gar nicht. Mhm. Und das andere ist dann auch noch so diese also Theophobie. Wir wollen übrigens tatsächlich, bin jetzt dran, ob wir eine Staffel machen dazu und dem mal begegnen. So Angst vor Gott, Angst vor Bibel, Angst vor Theologie auch. Oh nee, das ist ja alles verdreht und ich will doch ganz natürlich glauben. Wie ist das überhaupt? Manche haben Probleme, zum Beispiel auch mit dem Alten Testament, was ich vorhin auch schon sagte. Also so kein Zugang oder brauchen wir eh nicht mehr. Ne? So wird ja zum Teil auch so vermittelt, je nachdem, was ich gerade an Podcast höre. Ja, nee, AT brauchst du nicht. Hauptsache, wir leben ja im Neuen Bund und AT brauchen wir schon gar nicht mehr. Und das sind dann so, und dann ist meine Aufgabe immer, da merke ich, das ist schwer, die Leute zu motivieren. Meine Erfahrung ist zum Beispiel die, ist mal so eine Wahrnehmung, also, dass ich viele Feedbacks bekomme, die folgendermaßen gehen, Detlef, du hast mir ja vor Jahren schon mal gesagt, dass ich mal da reinhören soll, Bible Tunes. Ich so, okay, jetzt habe ich da mal reingehört. Und Detlef, hätte ich das gewusst, das ist ja so gut. Das ist ja überhaupt, das ist ja ohne Druck. Das macht ja richtig Spaß. Und ich lerne auch noch was dabei. Und ich so, ja, genau, das habe ich dir doch alles erklärt. Und da merke ich, und das ist natürlich auch ein Feedback für mich, der ist so, wie kriege ich die Leute dazu an die Futtertröge? Ne? Wie kriege ich die Brücke dahin? Ist das Gleiche, wie ihr mit Logos auch macht. Ihr habt so gutes Zeug.
Ja, dann machst du das Ding auf. Ja, wo ist das jetzt? Du musst ja dich damit ausgehen. Du musst erstmal ein Webinar bei dir besuchen, dass du checkst, wie gehe ich damit. Verstehst du, was ich meine? Also, dem würde ich widersprechen, aber ja. Nein, ich übertreibe es. Ja, nee, verstehe ich. Ja, genau. Du musst das Gute den Leuten wirklich mundgerecht liefern und so und sagen, komm, setz dir mal, deswegen mache ich auf Konferenzen dann immer hier, Kopfhörer auf, hör dir diese Episode mal an. Und während sie hören, merken sie, oh, das ist ja gut. Oh, das, das kann ich mir vorstellen. Und ne, also diese Brücke zu bauen, ja, da merke ich so, genau. Und mittlerweile gibt es so viele Bibel-Podcasts, dass sowieso Leute sich, da bin ich auch nicht so, dass ich sage, du musst unbedingt Bibletunes hören. Gar nicht. Also wenn Leute ihr Futter gefunden haben und einen anderen guten Podcast hören und da sich geistlich ernähren können und Zugang zur Bibel finden, Halleluja. Ja. Ja, also aber die Betonung liegt auf gut. Erlebt das bei Logos nicht so, sagst du. nee, also genau. Also ich merke natürlich, die Hürde ist schon da. Also zum einen, ich denke, die Frage nach der, brauche ich das überhaupt? Ne? Also brauche ich Theologie, brauche ich Bibel und so weiter? Ja. Und da merke ich schon auch, es ist schwierig, wenn man anfängt. Also für mich ist es mit dem Fitnessstudio immer so, ne? Wenn ich dann mal wieder mich reinwage und so, die ersten Male, es ist genau, und man läuft, geht so ins Fitnessstudio rein und alle anderen, so die 70-jährigen Omas, Opas, waren mit auf dem Laufband und ich denke nur, genau, peinlich. Und ich sollte doch eigentlich weiter sein, ne? Also, und ich glaube schon, dass es vielen auch so mit der Bibel geht, dass sie das sind Aufschlagen und sagen, ich kenne das, aber so richtig verstehen und die Relevanz sehe ich eigentlich nicht. Und da muss man sich, glaube ich, schon einfach ein bisschen reinfinden. Und ich denke, so Schritt für Schritt sich tiefer reinarbeiten, dass man sagt, man fängt an mit einem kurzen, mit einer kurzen Episode von 5 bis 10 Minuten mit Bibletunes und sagt, Moment mal, der hat da was behauptet. Da will ich jetzt aber schon gerne mal wissen, was andere dazu sagen. Oder der wirft mit irgendeinem griechischen Wort um sich. Ne? Und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt den nächsten Schritt. Und ich glaube, da ist eben im Logos dann wirklich eine spannende Sache, wo ich dann auch selber merke, obwohl ich Theologie studiert habe, gibt es viele Stellen, wo ich dann sage, ja, Moment, finde ich jetzt nicht so faszinierend. Und dann lese ich ein, zwei Kommentare und mach mal eine Wortstudie, was ja mit 2, 3 Klicks möglich ist, und entdecke plötzlich, dass da wirklich ganz spannende Sachen bei rauskommen, die dann auch wieder für mich persönlich sind. Das muss man dann aber wiederum lernen, glaube ich, dann diese Erkenntnisse auch persönlich zu machen. Und da finde ich es eben bei den Podcasts cool, dass du das den Leuten vormachst. Also ich glaube, dass man sich auch immer wieder Leute suchen muss, die einem Dinge so vormachen und ein Stück weit dann das Denken so trainieren, dass man nachher automatisiert da dran geht. Ja, also was du eben gesagt hast, das, was du automatisiert seit mehreren Jahren machst, guckst jetzt den Bibeltext an und du hast schon so ein Workflow quasi, wie du den Text verstehst und was du damit anfangen willst. Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Feedback. Danke, Simon. Ja. Nick, also so geht es mir ja auch. Also ich habe auch immer wieder Zeiten, wo ich selbst, sag mal, wenig Interesse habe oder wenig so den Bedarf sehe. Und ich habe eigentlich so 3 Leute, vielleicht kannst du ja auch ein bisschen erzählen, wer für dich so Vorbild war in der Hinsicht. Also ich weiß noch, als ich mit 14, 15 in den USA war, für ein paar Wochen war ich in der Gemeinde von John Piper, den damals eigentlich in Deutschland kaum jemand kannte. Und der geht ja wirklich Vers für Vers durch die Bibel. Also eine Predigt, 40 Minuten, teilweise nur über einen halben Vers. Und sehr viel erklären, aber gleichzeitig mit so viel Feuer und Begeisterung, dass du eigentlich wirklich du hast ganz viel vom Kopf, aber eben auch ganz viel Begeisterung darüber, ja. Und er hat oft gar keine Anwendung gemacht, aber es hat mich verändert. Also ich bin nicht rausgegangen, habe gesagt, okay, ich weiß, jetzt muss ich netter sein, sondern es hat mich quasi durch den Bibeltext, durch die Anbetung, die daraus kommt, freundlicher gemacht. So. Mega. Und das krass. Eben mehrfach zu hören. Und ich habe dann gemerkt, dass wenn ich selber Bibeltexte gelesen habe, ich habe immer so ein bisschen diese Stimme von ihm im Ohr hatte, was das bedeutet, was würde er für eine Frage stellen und so weiter. Und das das hat mich schon sehr geprägt. Und ich glaube, das ist was Leute, wenn sie regelmäßig jetzt auch Bibletunes hören, was sie mit der Zeit lernen. Einfach diesen Weg, diese Schneise gehen, immer wieder denselben Trampelpfad und der wird dann einfach deutlicher.
und es eben als, ja, als ein Weg, wie man selber lernt, Bibel zu lesen und nicht nur den Inhalt sozusagen bekommt, sondern letztlich auch irgendwo ein Stück weit eine Kompetenz entwickelt, die den Leuten mitgibst. Guter Gedanke, ja. Ja, du fragst nach mir. Ich habe auch prägende Vorbilder gehabt. Ich bin als Jugendlicher zum Glauben gekommen, also mit 14 Jahren. Und ich war tatsächlich in so einer Bibellesegemeinde. Aber weißt du was? Natürlich war vieles im Nachhinein, merke ich auch so, war vieles mit Druck. Und vieles auch theologisch sehe ich heute anders, ja. Gleichzeitig bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Das muss ich dir sagen, weil das Fundament meines, warum ich das heute machen kann, dieses Fundament. Wenn Leute manchmal sagen, Detlef, wenn du da redest, du schüttelst das alles so aus dem Ärmel. So, dann gibt es ja diesen Spruch und dann sage ich immer, weißt du was? Um was aus dem Ärmel rauszuschütteln, musst du vorher was reinstecken. Wenn er nämlich nicht ist, kommt da nur warme Luft raus, ne? Oder schlechte Luft. So, also hallo, das und weißt du, und das kannst du nicht in ein, zwei Jahren nachholen. Ich habe so viel Bibel gelesen. Und selbst wenn es mit Druck war und selbst wenn es auch manchmal mit falscher Theologie war, also falsch, meine ich jetzt nicht total falsch, aber so, würde ich jetzt heute anders sehen. Ist ja total okay. Hey, das ist ein Fundament. Das kann mir keiner mehr nehmen. Deswegen können wir dankbar sein, wenn wir in so einem Kontext groß geworden sind. Und dann hatte ich natürlich auch Vorbilder. Mein eigener geistlicher Vater, das ist so jeden Tag liest der in der Bibel. Bis heute. Ich hatte dann Zeiten in meinem Leben, wo ich dann sag so, genau aufgrund dieser schlechten Erfahrungen und mit Druck und so, dass ich sag so, nee, also komm. Und interessant, jetzt begegne ich Leuten, die genauso denken. Und das hilft mir, die zu verstehen, zu sagen, ich verstehe wie du denkst, wie du fühlst. Ich kann das genau verstehen. Und vielleicht triggert mich das, wenn ich Bibletunes mache, dass ich versuche, diese Leute ganz, ganz vorsichtig abzuholen. Und ich glaube, es gelingt mir auch. Hey, mein eigener Schwiegervater war dann eine echte Herausforderung für mich, als ich dann mal mit meiner Frau, wir haben in der Nähe voneinander gewohnt und morgens, wenn ich da in sein Büro kam, da lag die Tageszeitung, aber erstmal hat er in der Bibel gelesen, ne? Und dann immer so, Detlef, das müsstest du eigentlich auch. Oder jetzt Jens Kaldewey, mit dem sitze ich im Studio und der erzählt dann halt immer so, Detlef, weißt du, in meiner Jahresbibelleseplanzeit bin ich jetzt gerade mal wieder im 5. Buch Mose. Und das erzählt er mir schon seit Jahren, dass der liest einmal im Jahr die Bibel durch. Und ich so, Jens, du bist so eine Rakete für mich, ey, das. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt. Ich habe dann für mich, ich habe jetzt nicht gesagt, hey, ich muss jetzt so werden wie Jens Kaldewey. Der zum Teil lernt der Bibeltexte auswendig und so ganze Kapitel. Aber dann habe ich gesagt, Detlef, was ist dein Maß und was ist für dich wichtig? Und ich weiß, hey, für mich ist genauso wichtig, dass ich unabhängig von Bibletunes, wo ich mit der Bibel zu tun habe, auch täglich in der Bibel lese. Irgendwie oder mindestens 5-mal die Woche oder so. Und ich habe wirklich damit auch wieder angefangen und kann sagen, ich lese nicht die Bibel einmal im Jahr durch, aber ich lese mehrere Bücher und zwar nicht für Bibletunes, sondern für mich. Ja. Einfach diese Zeit mit Jesus zu haben und ich lese einen Text und er redet zu mir, ich nehme was mit. Also, ja, davon bin ich überzeugt und möchte es auch selbst machen, so mit meiner eigenen Geschwindigkeit, mit meinem eigenen Maß. Ja, das ist schon, ich finde das auch, während meiner Zeit als Pastor war das schon immer so, dieses lese ich es für die Predigtvorbereitung für mich persönlich. Und gleichzeitig muss ich sagen, es hilft aber auch, ne? Es hilft sag's gern so, ne? Wenn man nicht motiviert ist, in Sport zu machen, und ich bin es oft nicht, aber wenn ich mir vornehme, ich will am Wochenende mit Freunden Fußball spielen gehen, dann merke ich, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen fit werden die Woche, sonst bin ich nach der Hälfte der Zeit dann platt. Ne? Und deswegen im Moment spiele ich deswegen nicht Fußball, weil ich weiß, ich bin nicht fit genug. Aber ich glaube, so ein bisschen dieses Bibellesen auch einfach aus den Bedarf zu sehen. So, ich komme jetzt plötzlich am Wochenende in Gespräch mit
mit Nichtchristen auf der Abschiedsparty von meinem von der Grundschule. So, ja. Und dann sitzt du da und denkst, boah, ich bin überhaupt nicht erfüllt. Ich habe eigentlich überhaupt nichts, wie du sagst, aus dem Ärmel zu schütteln, so weil nichts drin ist, ja. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist einfach auch ein... Ja. Dieses Beispiel vom Fußball finde ich deswegen so gut, kommt mir so spontan, weißt, wir gucken jetzt gerade EM. Ja. Und das ist ja auch gut. Natürlich kannst du gucken, wie schießt Jamal jetzt das Tor und so, aber dadurch kannst du das ja noch nicht. Also ich gehe sogar so weit, Simon, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, also weißt, wir hören jeden Sonntag eine Predigt und das ist alles super vorbereitet und so, aber selbst da würde ich sagen, das kann manchmal zu dem Trugschluss führen, so, ja, ich habe es ja gehört, ist mir ja auch klar, was ich jetzt, aber wenn du es nicht tust, wenn du es nicht selber machst und selbst, ne, den Ball nimmst und mal 20 Schüsse machst und wie sich das anfühlt. Und das ist beim Bibellesen genau das. Du musst dir das Ding selbst packen. Du musst selbst, sonst, genau. Ja, und cool. aber eben diese, ich denke, die für mich war immer die Ermutigung, Predigen prägt. So wie ich das eben von John Piper erzählt habe. Also zweites großes Vorbild für mich ist Tim Keller. Der hat einfach immer so gepredigt, also hat immer schon Dinge sehr logisch erklärt. Ist dann auch aufs Herz gekommen, also hat das sehr persönlich gemacht. Aber der kam am Ende auch immer bei einer Anbetung von Jesus raus. Also er hat das selbst mal gesagt, wenn ich predige, dann möchte ich, dass am Ende die Leute den Stift weglegen und nicht mehr Informationen aufnehmen, sondern dass sie da sitzen und wow sagen aus Dankbarkeit Jesus gegenüber und im Evangelium. Und da habe ich gemerkt, so viele Predigten von ihm zu hören, hat quasi mich so geprägt, dass ich anfange, die Bibel auch persönlich so zu lesen. Aber man muss das schon... Stark. Schon so kombinieren, ja. Gutes Beispiel. Und eine Sache noch mit dem Auswendiglernen. Ja. Und wie du sagtest, ne, man hat so eine Prägung, die ist sehr gut. Mir ist das so gegangen, als wir in Wien gelebt haben. Da war das am Anfang immer so, du musstest immer die Karte rausholen und dann hast du dir quasi immer den Weg dann durch die ganzen Gassen mit Google Maps gebahnt. Und nach 2 Jahren ist so, du kennst dich in vielen Bereichen einfach aus. Also wenn ich weiß, ich will zu dem Ding, da weiß ich ungefähr, wo es ist und gehe durch. Und ich bin quasi ein Stück weit zu Hause dann in der Stadt. Ja. So geht es mir beim Bibelentdecken auch. Also ich muss nicht jeden Vers auswendig kennen. Und ich bin auch ganz schlecht im Auswendiglernen. Aber wenn mir jemand einen Vers sagt, dann weiß ich, ich glaube, das kommt aus dem Philipperbrief, da Kapitel 4, das ist irgendwie logisch, das ist ja im Kontext von, und man ist irgendwie zu Hause, ohne dass man jetzt den Vers unbedingt sagen muss oder wortwörtlich, aber so zu Hause zu sein in der Bibel durch viel Lesen und aber auch verstehen eben nicht nur das, ich habe es gelesen oder ich habe den Vers auswendig gelernt, sondern verstehen und eben dann zu Hause zu sein, ja. So das nicht ist gut. Die Straßennamen auswendig lernen, ne? Aber wenn du ständig durchläufst, weißt du irgendwann wo genau. Das ist. Das ist ein tolles Bild, ja, das stimmt. Sehr cool. Ja. Gab es eigentlich irgendwelche Folgen, wo du dich so richtig festgebissen hast, wo du gesagt hast, du setzt dich jetzt dahin und hast eigentlich Angst davor, den Aufnahmeknopf zu drücken? Oder hinterher vielleicht auch gesagt hast, oh, das hätte ich lieber anders sagen sollen oder so. Ja, es gab tatsächlich in der Geschichte von Bibletunes auch mal so, es kommt nicht häufig vor, weil ich habe ja immer die Möglichkeit auch zu sagen, nee, das kann ich so nicht sagen, ich schneide das raus. Ich bin ja nicht live. Das ist meistens so eine Woche Vorsprung und dann so. Aber es gab schon die ein oder andere Episode, wo wir auch mal was geändert haben im Nachhinein, wo wir sagen, nee, das ist so unglücklich, so missverständlich oder tatsächlich auch falsch, das stimmt gar nicht oder falsche Bibelstelle gesagt oder wo ich noch nicht zufrieden mit war, wo ich sage, nee, komm, das müssen wir nochmal machen. Oder was wir auch schon gemacht haben, wir haben hinterher eine Ergänzung gebracht. Hebräerbrief zum Beispiel war mal was von Jens Kaldewey, Betonung Jesus als Mensch und dann war das vielen Leuten so einseitig, gesagt, ja, aber die haben das fast nicht ausgehalten, ne? diese Einseitigkeit, dass wir das dann erklären mussten und natürlich auch ergänzen mussten und so. Und uns auch da nicht so schade sind, zu sagen, hey, guter Punkt, habt ihr recht, wir haben es ein bisschen übertrieben. Ja. Und das war nicht okay und das tut uns auch leid.
Ja, wirklich. Mhm. Und das finde ich, das muss man auch können, ja, und auch öffentlich, weil das ist dann auch eine gute Werbung, dass die Leute sagen, ah, cool, die nehmen auch noch Kritik an, die stehen auch zu dem und so, genau. Also bei mir ist so, es gibt schon, es ist natürlich auch immer Tagesform und nicht jeder, man ist nicht jeden Tag gleich in Form. Also es gibt tatsächlich wenig, aber es gibt schon Tage, wo ich ins Studio gehe und das fängt schon beim Bibeltext einlesen an. Dann denke ich so, Paulus, ey, wie kann man so schreiben? Ey, was willst du, weißt, und ich kriege das noch nicht mehr hin, das vorzulesen. Und ich bin kein schlechter Leser, ja, das kann ich sagen. Nach 14 Jahren, ich habe auch Fortbildung zu dem Bereich gemacht, professionelles Sprechen und Lesen, ey. Und dann merke ich so, ich bin nicht ready, der Text ist nicht ready, doch, der ist da, aber es matcht überhaupt nicht. Und dann ist tatsächlich, ist gut, wenn ich Vorsprung habe in der Produktion, dann kann ich nämlich mal sagen, hey, heute nicht. Es ist Game Over. Ich kriege heute nichts Konstruktives hin. Ich gehe raus und, keine Ahnung, gehe ins Fitnessstudio. Ja, das hilft mir dann mehr, runterzukommen. Also das hat es tatsächlich schon gegeben. Gibt es immer wieder und das ist ja menschlich. Jetzt ist aber so, manchmal gibt es Situationen, da weißt du, nee, das musst du heute fertig kriegen. Es geht nicht anders. Und das sind die harten Episoden. Das sind die harten Episoden des Lebens auch, wo ich dann wirklich mich so stückwerkmäßig vorkomme. Und vielleicht sogar auch im Podcast dann auch sage, ey, Leute, ihr merkt, ich beiß mir hier gerade die Zähne aus. Ich versuche das dann auch irgendwie transparent zu machen. Und dann am Ende, wenn ich dann fertig bin, auch für mich so sage, ey, das hätte ich jetzt 100-mal besser machen können an anderen Tagen. Aber es ist jetzt so. Und spannend, ne? wir senden das so, weil ich sage ja auch, hey, wenn ich im Hebräerbrief bin, wir senden 90 Episoden. Und da darf es auch mal eine geben, wo man merkt, oh, hier hat der Detlef aber echt mal Mühe und irgendwie ist er hier wirklich und sagt das auch. Also da ist, glaube ich, wichtig, dass ich versuche, auf die Metaebene mal zu gehen zwischendrin und zu sagen, merkt ihr eigentlich, das ist ganz schön schwer hier an der Stelle und ich selbst merke hier gerade so und so, ne? Das kann man dann transparent machen und ich glaube, das hilft dann. Es kommt selten vor, aber es ist so, ja. Und auch, dass ich auch mal sage, Leute, ich bin mir hier gerade nicht so sicher, ob das stimmt, was ich hier sage. Also kommt ganz auch selten vor, aber dass ich mal sage, ich habe hier gerade eine Erkenntnis oder ich habe das und das im Kommentar gelesen, bin ich nicht mit einverstanden. Ich würde jetzt mal so sagen, aber hey, wir haben ja alle den Geist Gottes, also prüft selbst, aber also ich sage auch nicht, dass ich das, was ich sage, das ist es jetzt. So, genau. Ja, das gibt es schon. Herausfordernde Texte, ja. Aber wichtig ist, glaube ich, ist es wichtiger und dafür habe ich mich entschieden, dass wir denen trotzdem begegnen. In aller Schwachheit, mit allen Fragen und mit allen offenen Töpfen, wo wir keine Deckel drauf machen können, als dass wir sie rauslassen. Weil das erweckt dann wieder, das bestätigt dann wieder die Leute, sagen so, aha, siehste, genau den Text hat er jetzt weggelassen, ne? Und das hätte mich jetzt mal interessiert, ne? So. Ja, genau. Und das, ich glaube, das ist wichtig, ja. Was waren denn jetzt für dich, ich weiß nicht, ob für Bibletunes oder einfach sonst persönlich so zentrale Bibelverse oder Entdeckung, die du gemacht hast, wo du einfach sagst, wir machen jetzt mal so eine 2 Minuten Mini-Bible-Study mit diesem ein oder zwei Aspekten, die dich fasziniert haben. Hast du da gerade aktuell was oder was du gerne Leuten erzählst, wenn die fragen, ja, was ist denn so deine Lieblingsentdeckung in der Bibel? Ich habe grundsätzlich vor Jahren schon damit angefangen, auch in meinen Workshops, die ich mache zum Thema Bibel, weißt du, so was ich ja im Prinzip mache, das ist, wie habe ich dann irgendwann gemerkt, so quasi, wie mache ich das eigentlich? Detlef, also ne, mir selbst Rechenschaft darüber zu geben, wie ich jetzt hier Bibel lese, auch für Bibletunes. Und was ich ja mache, ich nenne das die Bibel entpacken. Also da ist ein Text und okay, ja, den haben wir jetzt gelesen, den haben wir jetzt gehört und es ist normal, so, ich habe den Text gelesen, aber zu fragen, was steckt denn da drin? So, jetzt gibt es verschiedene Methoden, du kannst Fragen stellen, gibt verschiedene mit Symbolen und so weiter und das ist ja schon so, dass ich mit einer bestimmten Perspektive lese oder sag so, ich möchte jetzt da etwas rausholen. Entpacken heißt für mich,
ich hole da was raus. Also ich habe jetzt gerade, ist jetzt spannend, weil wir uns jetzt treffen, vor einer Woche eine Staffel zum Thema Bibellesen abgeschlossen. Auf Basis dieser Staffel wird ein Buch entstehen, von Bibletunes, Thema Bibellesen. Das soll nächstes Jahr im Herbst, wenn alles gut geht, soll das erscheinen. Verlag suchen wir noch, aber das wird spannend. Und da ist ein Bibelexperiment drin, wo ich mit Bibeltexten auch experimentiere und verschiedenen Bibelbildern auf Entdeckungsreise gehe und die Leute mit hineinnehme. Und da habe ich zum Beispiel so den längsten Vers des Neuen Testamentes, also Epheserbrief, Kapitel 1. Da geht der Satz von Vers 3 bis Vers 14. Da schreibt Paulus in einem Rutsch, da kann er nicht aufhören, weil er ist so begeistert von Jesus eben und was wir durch Jesus und in Jesus alles haben. Und ist klar, das liegt nahe, dass ich dann quasi im Bibelexperiment dann sage, okay, jetzt lesen wir den Text und wir holen alles raus, was da drin steckt an Schätzen, weil die bleiben sonst im Text. Wir überlesen sie. Wir machen uns gar nicht bewusst so. Und das ist so eine Art, wie ich sage. Und das dauert nicht, das ist 2-3 Minuten, nehme ich mir Zeit, einfach den Text mit dem Stift und mit dem Blatt Papier oder Notizfunktion im Handy, kann man auch machen, oder ein Marker, ist alles möglich. Und immer wenn es heißt, und durch Jesus haben wir das oder in Jesus haben wir das. Okay, schreibe ich mir raus. Und am Ende gucke ich mir meinen Notizzettel an und denke so, wow, da ist ja 10 mal, 11, 12 mal so viel und was alles. Ne? Vergebung und Erwählung und den Schatz und ein Erbe kriege ich auch noch und den Heiligen Geist. Und wow, also so dieses Wow über einen Text, weil ich mir Zeit genommen habe, das rauszuholen, was an Gutem für mich im Text steckt. So, so versuche ich damit zu arbeiten und das auch zu vermitteln an Methodik, dass Leute das selbst auszuprobieren. Und dazu braucht man eben erstmal noch keinen Kommentar oder irgendein anderes Hilfsmittel, sondern nur der Text und du. Und mach mal was mit dem Text. So. Ja. Das ist tatsächlich auch eins von den Dingen, die ich gerne mit Logos zeige. So dieses, also wir hatten mal so einen Workshop, da ging es eben drum in Christus. Also das war so ein Workshop, wo es einfach um in Christus geht, diesen allgemeinen Konzept jetzt nicht direkt an der Hand von einem Bibeltext. Und dann hieß halt auch, ja, wir sind geliebt, wir sind geschätzt, wir sind wertvoll und so weiter. Und es wurde dann immer vergessen, irgendwann dazu zu sagen, dass es in Christus ist. Das war dann sehr spannend. Und dann hab ich irgendwann mal so eine Suche gemacht. Das ist natürlich, man kann ja bei Logos einfach auch im Bibeltext direkt nochmal ganz anders suchen. Haben wir's, ja. Ja, cool. Und dann habe ich quasi diese Suche gemacht, weil manchmal heißt es ja in ihm oder in Christus. Und hier ist ja immer die Person auch markiert. Also wenn jetzt hier in ihm steht, dann weiß Logos quasi, hier ist Jesus mit gemeint. Und dadurch konnte man so eine komplette Liste, gerade diese Phase, die du genannt hast, ja, wie oft das vorkommt und an welchen Stellen das vorkommt. Genau, also wenn ich quasi normalerweise nur suchen in Christus, dann bekomme ich halt ganz viele Stellen, die auch nicht damit zu tun haben. So. Und das war auch für mich so eine richtig coole Schlüsselentdeckung. Toll, ja. Ah, super, da sieht man es, ja. Genau. Schon markiert, und eine Sache, die ich noch mal gemacht habe, das war auch so diese, mir ist aufgefallen, dass Gott ziemlich viele Fragen stellt in der Bibel. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, ich guck mal, ob ich das suchen kann. Und man kann das tatsächlich dann suchen. Also wo spricht Gott und wo ist die Satzart eine Frage? Okay. Und hab dann aufgrund dessen dann auch eine Predigt gehalten, weil er fängt ja also mit Adam, Eva, ne, Adam, wo bist du? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist und so? Ja. Dann der Eva stellt dann eine Frage. Und so dieses über die ganze Bibel verteilt zu sehen, wie auch Jesus immer diese Fragen stellt, immer mit dem Wunsch, antworte mir und ich möchte die Beziehung wiederherstellen, ja. Also das ist ja immer die Chance für Adam, für Eva. Der Schlange stellte dann die Frage nicht, das fand ich auch spannend, die kriegt direkt das Gericht. So keine Möglichkeit zur Wiederherstellung. Dann Kain fragt er, bevor er sündigt, warum ist dein Haupt so gesenkt? Und dann danach, wo ist dein Bruder? Also immer diese Einladung in die Beziehung zurückzukommen. So. Oder Jesus, der dann diese Fangfragen stellt, ne? Sagt dann, ja, wo ist das Bild des Kaisers? Was ist hier auf der Münze? Ja, ist der Kaiser und so. Ja. Und solche Sachen.
Ja, und Cool. das ist auch so spannend, dann also neue Wege zu finden, dann die Bibel zu entdecken. Genau, da hat mir schon Logos wirklich ey, auch ganz schön viel geholfen. Und das klingt erstmal jetzt so technisch, ja, ich suche nach, wo Gott die Fragen stellt oder sowas. Aber wenn man dann merkt, also das ist dann wieder das Training oder die Kunst, daraus dann eine Erkenntnis zu machen, die einem dann wirklich auch in der Beziehung mit Gott weiterbringt. Aber das Absolut. war Also wirklich dann so hey, ein Ding, Simon, ja. ich danke dir. Du zeigst mir und oder uns natürlich auch so Funktionen, die Logos hat. Und das ist ja wirklich das ist toll. Und ich finde das genial. Also gerade so vielen Dank. Also ne, Ja. Gott stellt Fragen und wer fragt, der führt, ist ja Ja, auch im das Gespräch, stimmt, in der ja. Kommunikation so sehr, sehr spannend, da mal reinzugehen. Oder auch wie bei Jesus, ne, der Rückfragen stellt und so. Mega stark. Und unter diesen, und was wir jetzt hier machen, unter bestimmten Aspekten auch Bibeltexte anzuschauen und sagen, aha, Ja. interessant, so habe ich es noch nie gesehen und was da drin steckt. Es gibt diesen Text in 2. Mose 3, wo Gott im Dornbusch ja ist und sich dem Mose vorstellt und dann sagt, hey, du, ich bin da in Ägypten gewesen, ich habe mein Volk gesehen, ich habe ihr Klagen gehört, das ist Vers 7. So, und da, wenn du da mal anklickst, vielleicht kann Logos, bestimmt kann Logos das, in Vers 7 und 8, nur die Verben, also jetzt machen wir es ganz einfach, die Tu-Wörter, ja. So, dann hast du eben, ich lasse die Leute das dann immer machen, schreibt mal auf, ne, was Gott tut. Ne? Und er sagt nämlich, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich kenne, ich bin gekommen, ich führe, ich leite, ich hole euch raus, ich rette, ich führe euch in ein neues Land. So. Und du merkst, innerhalb von 2 Versen, Gott ist sowas von aktiv. Ja. Und Mose ist der bei den Schafen hockt und nichts macht und dann auch noch sich erdreistet zu sagen, nö, also ich habe eigentlich keine Lust, da mitzumachen bei diesem Projekt. Das ist so krass. Und genau, und das zeigt, und was wir dann machen können, Simon, ist ja das, dass wir sagen, okay, was sagt uns das denn über Gott? Welches Gottesbild wird denn hier vermittelt? Und dass die Leute sagen, boah, ja, Gott ist da. Hey, und weißt du was? In dem Text 2. Mose 3 geht es darum, dass Gott sich ja vorstellt und sagt, wie ist denn dein Name? Fragt Mose. Ja, ich bin da. Ich bin der, ich bin. Ich bin ein Gott, der sich erweist. Ja, logisch. Macht er ja die ganze Zeit. Er ist ja da. Er ist, er sieht, er hört, er macht, er tut. Und er sucht Leute, die. Also du kannst auch hier eine ganze Predigt daraus machen, nur mit Verben, die du. Toll. Also sowas finde ich toll. Ja, also genau, hier kann man zum Beispiel jetzt die Verben alle Okay. highlighten. Man könnte dann jetzt auch noch schauen, Yeah. wo ist Gott derjenige, der was tut und wo ist Mose Genau, muss derjenige. man dann verbinden. Das wird jetzt, dazu bräuchte man dann ein Webinar für solche komplexeren Sachen. Okay, dafür dann. Genau, also das ist natürlich Cool. dann auch was, wo man dann mit der Zeit dann auch immer mehr selber entdeckt, auch überhaupt Ja. auch zu lernen, welche Fragen stelle ich überhaupt beim Bibellesen. Ist ja schon mal das ist ja sozusagen die Kompetenz, die man mitbringen muss. Informationen gibt es ja genug. Aber welche Fragen stelle ich und was mache ich dann mit den Informationen, ne? So, das ist Ja. ja die Kompetenz, die man lernen muss. Ja. Und die auch ChatGPT oder wer auch immer letztlich nicht abnehmen darf einem, ne? Weil die halt durch Richtig. Heiliger Geist Ja. geleitet sind, ne? Genau, aber da könnte ich jetzt auch, ne? Ich könnte jetzt einfach hier die Verse markieren und sagen, ja, was sagst du denn dazu? Und dann gleich auch den Text wieder dazu lesen. Cool. Genau, aber das sind auch so Dinge, die mich faszinieren und die mich dann auch motivieren, wenn ich einfach einen Text lese und denke, ist ja klar. Und dann aber jemanden habe, der mich auf was hinweist und ich kann das dann selber auch rausfinden. Ich finde, das ist halt so eine Stärke auch, die mir ganz Genau. wichtig ist. Oder warum ich auch vielen Leuten sage, hey, das ist nicht nur was für Pastoren, ja. Ihr hört irgendwas, ihr hört, irgendjemand sagt was zu irgendeinem Thema, zu irgendeiner Stelle. Und dann stehen die Leute da und denken, woher soll ich das denn jetzt wissen? Wie kann ich das denn überprüfen? Und Genau. da also zu befähigen, die Leute, ihnen verschiedene Möglichkeiten zu geben. Ich denke, Ja. das ist für uns eben auch ganz wichtig. Mega. Ja. Genau, du hast jetzt kurz erzählt von dem Podcast, von der neuesten Serie, die du gerade gemacht hast zum Bibellesen. Hast du so zwei, drei Tipps, wo du sagst, zum einen vielleicht zur Motivation,
um den Leuten, wir haben jetzt schon sehr viel über Motivation geredet, aber vielleicht noch so zwei, drei Tipps konkret zu sagen, wie kann ich denn jetzt das anpacken, wenn ich jetzt keine 13-Schritte-Methode im Studium lernen kann oder so. Aber was sind denn zwei, drei Dinge, die jemand jetzt direkt heute nutzen könnte, um zu sagen, hier, so kann ich den Text auch ein bisschen besser verstehen? Also ich habe so zwei Personen vor Augen. Ist vielleicht die eine Person, die überhaupt noch keinen Zugang zur Bibel hat und sagt, also so diese typische Frage, Detlef, Simon, wo fange ich denn an? Ne? Ja. Da sage ich immer so, die eine Antwort wäre ja, fang vorne an und dann fangen sie an, 1. Mose, 2. Mose und dann kommen sie irgendwann und dann spätestens 4. Mose geben sie dann auf. Und deswegen sage ich immer, nee, fang im Neuen Testament an, am besten, um Jesus kennenzulernen. Ne? So, ja. Und da empfehle ich das Lukas-Evangelium, ist von der Textmenge her das längste. Und es ist deswegen cool, weil Lukas ja so recherchiert hat, so wie so als Journalist unterwegs und alle gefragt. Und er schreibt für den Theophilus und versucht ihm zu erklären, hey, wer war Jesus und so. Und da hast du viele Storys drin, die auch in den anderen Evangelien nicht drin sind. Vor allen Dingen zum Beispiel die Gleichnisse vom verlorenen Sohn und zum Beispiel. Das ist spannend, ne? Weil er halt so gut recherchiert hat. Und deswegen sage ich mal, hey, fang mit dem Lukas-Evangelium an, weil das wird dich begeistern. Und ich sage, zweiter Tipp, lies es am besten gar nicht so Vers für Vers und Kapitel, jeden Tag ein Kapitel. Lies mal durch. Ja. Du kannst das an einem Abend durchlesen. Was? Ja. Weißt, wir denken so, ach nee, immer Kapitel. Weißt, wenn du einen Liebesbrief kriegst von deiner Freundin, ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei mir, ich habe die Liebesbrief, also einen Brief von meiner Freundin, heute Frau, habe ich nicht aufgeteilt auf 3 Monate, ja, wo ich immer so drei Sätze jeden, ist ja ein toller Brief und das muss man weiß, verstehen und erstmal umsetzen und so. Nee, den habe ich mehrere Male an einem Tag gelesen, vorwärts, rückwärts. Verstehst? Also so dieser Ansatz, hey, lies doch mal, lies. Das ist eine Geschichte, das ist ein Roman, das ist spannend, lies es durch, ja. So, und genau. Und für so ältere Hasen oder Häsinnen, die da unterwegs sind mit dem Bibel lesen und sagen, ich würde schon mal gerne, ist so ein Bonustipp immer, nimm mal eine komplett andere Übersetzung. Das verändert, also frische Übersetzung, neue Bibel, neue Übersetzung. Ich habe jetzt gerade mal, ich weiß nicht, ob du die Übersetzung Willkommen daheim kennst. Hab schon gehört, ja. Ja, ich habe die gekauft. Meine Frau, die versinkt im Bibellesen im Moment. Wir haben jetzt eine Predigt gemacht, wo wir einen Text, es ist eine Interpretation. Es ist nicht wirklich eine Übersetzung in dem Sinn, aber unheimlich inspirierend. Und gerade, wenn man alles kennt, dann mal was zu lesen, wo mal ganz anders verdrahtet ist und dich völlig anders abholt, das kann enormer Schatz sein, ja. Und vielleicht noch ein letzter Tipp, also tatsächlich, ich habe jetzt, weil ich innerhalb dieser Bibellese-Staffel bei BibleTunes ein Experiment mache, wo ich tatsächlich mit den Zuhörenden Bibeltexte lese live in der Episode und etwas ausprobiere, so ein Baukasten mit verschiedenen Symbolen, das wird dann auch erklärt und Leute das selbst machen können. Da haben Leute auch reagiert, mir E-Mails geschrieben, sagen, Detlef, ich habe das noch entdeckt und ich habe jetzt mal wieder angefangen. Also das ist so ein Tipp, wenn du nach einer Methode mal suchst und nach einem Einstieg mit mir zusammen, ist das eine gute Möglichkeit. Ja. Also tatsächlich dieser Gedanke von lies mal alles am Stück. Wir hatten damals die Aufgabe, wir im Studium, wir sollten mal den Epheserbrief, anscheinend sehr beliebt, sollten wir eine Einteilung machen, also eine Gliederung, quasi die ganzen Abschnitte selbst zusammenfassen mit Überschriften. Aber die Bedingung war, wir müssen vorher die Geschichte, vorher den ganzen Brief 5-mal durchgelesen haben. 5-mal? Ich glaube 5-mal oder waren es 3-mal oder so. Aber es war jedenfalls, das war die Bedingung, die Hausaufgabe. Und ich habe gedacht, ach komm, ja, also man kennt es ja auch schon. Aber dann plötzlich gehen jedes Mal beim jedem Durchlesen, denkst du, Moment, da spielt er doch hier. Am Anfang sagt er irgendwas von Mächte und Gewalten. Jesus thront darüber und ist, ne, und sie sind unter seine Füße gestellt. Und dann am Ende kommen dann die
die Aufforderung, na, wie die geistliche Waffenrüstung aussieht und so weiter. Da passen Ende und Anfang zusammen und da gehen einem so viele Glühbirnen auf. Und das prägt einfach so dieses, die Gedanken werden einfach so ausgerichtet, anstatt nur den Vers zu nehmen und dann gleich zu denken, was hat das jetzt mit mir zu tun? Sondern das wird einfach erstmal, kriegt so einen Blick für Gottes Realität und fürs Evangelium. Ja. Und ja. Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger, guter Tipp. Und ich glaube, mein Tipp, auch für mich persönlich immer wieder, aber auch für alte Hasen, ist so die Bibel zu lesen mit dem Hin- oder mit dem Ziel der Anbetung. Also nicht immer zu sagen, was muss ich tun? Also so nach dem Motto, das ist Gottes große Idee und ich muss jetzt der Held sein, der Gottes Ideen auslebt, sondern zu sagen, Gott erwartet was von mir, aber Jesus ist derjenige, der das schon erfüllt hat und er ist derjenige, der der Held der ganzen Geschichte ist. Also es geht in der Bibel ja erstmal gar nicht um mich, sondern es geht um Gottes Größe, um Gottes Super. Kraft, um Gottes Gnade zu mir und zu uns. Auch die Bibel kollektiv zu lesen, ist ja auch nochmal so was anderes, nicht nur immer ich bin hier gemeint, sondern wir sind gemeint. Aber das finde ich so ganz spannend, auch eben wie Tim Keller, der hat das mal so zusammengefasst, hat gesagt, ja, Jesus ist der bessere Adam, der bei der Versuchung widerstanden hat. Jesus ist der bessere Mose, der ein ganzes Volk, aber nicht nur Israel, sondern aus aller Welt aus der Sklaverei geführt hat. Jesus ist der bessere David und so weiter. Also so die Bibel zu lesen mit diesem Fokus, das zu lernen und sich Menschen zu suchen oder Predigten oder Bücher, die einem helfen, so diese Brille aufzuziehen von, wie lese ich die Bibel im Hinblick auf Anbetung zu Jesus und das Evangelium auch neu zu verstehen. Und das merke ich, das ist für viele, auch wenn man eben sagt, man liest kurz und man will auch, dass es mit dem Leben zu tun hat, dass man da wie so eine Abkürzung nimmt und nicht den Weg übers Kreuz geht, so nicht an Jesus vorbei, sondern einfach diese Abkürzung, ich springe quasi vom Text zu dem, was ich tun soll oder ja, wie es aussehen soll. Super. Genau, also das sind für mich so die zwei Punkte, genau, die mir persönlich auch helfen. Gut. Wow, über eine Stunde sind wir schon am Quatschen, Simon. Ja, genau. Macht Spaß. Genau, also ich habe jetzt auch geguckt von den vielen Fragen, du hast auch so viel schon beantwortet und bist schon auf so viele Sachen eingegangen, aber das ist ja gut, wenn man merkt, dass das im Gespräch auch funktioniert und nicht erst genau. Dass man Fragen abarbeitet. Und das ist auch nochmal ein gutes Bild fürs Bibellesen, ne? So dieses Gespräch, nicht nur zu sagen, ich arbeite eine Liste von To-Dos und Fragen ab, sondern es wird dann was Natürliches, sich mit Gott genau. in der Hinsicht zu unterhalten. Super. Genau. Vielleicht noch einfach kurz dazu, was jetzt auch die Zusammenarbeit von Logos und BibleTunes angeht. Ich habe es ja schon ein bisschen gezeigt und auch schon erwähnt, dass es die Kommentare gibt. Das ist natürlich sehr viel Arbeit und wir möchten eure Arbeit ja auch dadurch unterstützen. Deswegen sind diese Bände an sich, kann man die kaufen. Die sind nicht teuer und sind ja wirklich, man hat dann im Lukas-Evangelium, ich weiß nicht, es sind über 100 Episoden, glaube ich. Ja. Und da hat man wirklich so viele schöne, kompakte, alltagsrelevante Texte von dir zum Nachlesen und eben so in das eingebunden, wie ich eben gezeigt habe. Ne? Einfach einen Bibeltext, den man gerade liest, anklicken und dann liegt der Kommentar schon offen. Geht natürlich alles auch unterwegs auf Handy und Tablet und so weiter. Aber wir möchten natürlich auch jetzt den Zuhörerinnen von hier dann auch noch ein bisschen mehr geben. Wir haben auch ein kleines Paket, was gerade so ideal ist für so Einsteiger zum Bibellesen mit einigen Übersetzungen, auch die NGÜ, die du ja gerne benutzt. Ja. Das kostet knappe $50, also sogar wahrscheinlich so 45 Euro umgerechnet, mit diesen Büchern dabei. Da ist eben der Band auch zum Epheserbrief von dir schon inklusive. Mhm. Mhm. Und für alle, die hier zuhören, geben wir gerne die Seite hier weiter. Da werden wir noch ein paar Boni geben und auch eine Aktion machen darauf, wenn man sich da zum Newsletter anmeldet, werden wir auch noch ganze Pakete verlosen an Büchern von euch. Super. Und genau, einfach da mal vorbeischauen und
natürlich auch bei euch den Podcast selber. Also wer wirklich primär hören möchte, BibleTunes.de ist natürlich auch möglich, über die verschiedenen Podcast-Services da das zu abonnieren und ja, dass man nicht über die Webseite gehen muss. Ja. Aber da hat man nochmal ein bisschen einen besseren Überblick dann über die verschiedenen Episoden. Und es gibt ja auch thematische Serien, da auch gerne mal reinschauen. Und die andere, ist die schon live? Oder die ist wahrscheinlich noch in Produktion, oder? Welche denn? Bibellesen. Die ist schon fertig. Die ist schon, man hat ja hier in der Bibliothek ATNT und dann unter Spezial findest du fertig produziert Bibellesen. Ja. Ja. Mhm. Super. Also da dann auch gerne reinhören, dass er auf jeden Fall auch dranbleibt von dem, was wir jetzt hier kurz angesprochen haben, das dann auch umzusetzen, Podcasts zu hören oder auch selber nachlesen und dann vielleicht die eine oder andere Suche oder einen anderen Kommentar über Logos dann mitzunutzen, um die nächsten Schritte zu gehen, jetzt neu motiviert zu sein und neu fasziniert zu sein, ein bisschen von dem, wie Bibel entdeckt werden kann und dann jetzt auch selber, wie du gesagt hast, ne, nicht einfach nur Fußball zugucken, sondern auch den Ball mal nehmen und reinschießen, loslegen und vorwärts kommen. Ja. Super. Ich würde sagen, über eine Stunde ist ganz top. Wir könnten noch länger machen, aber ich glaube, es ist viel gesagt, es ist viel Gutes gesagt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ja, dann verabschieden wir uns. Wir wünschen euch, dass ihr den nächsten Schritt geht, euch umschaut, umhört bei BibleTunes oder bei uns bei Logos und wünschen euch ganz viel Erfolg, Ermutigung und richtig tolle neue Einblicke für euren Kopf, euer Herz und dann auch für euren Alltag. Macht's gut. That's good.